Hallo und herzlich willkommen zur Himmelsvorschau für Astrofotografen und für den Monat Juli 2021. Ich freue mich natürlich immer ganz besonders, wenn Leute die Vorschläge aus den Himmelsvorschauen aufnehmen, selber fotografieren und mich dann entweder markieren in ihren Beiträgen auf Facebook oder auf Instagram oder mir die Bilder zuschicken. Und hier möchte ich euch mal ein paar Ergebnisse zeigen. Der liebe Rainer Raupach, der auch für die Musik übrigens in diesem Format hier verantwortlich ist, der hat verschiedene Kugelsteinhaufen aufgenommen. Hier mal eine kleine Collage. M13 ist das, M10, NGC 6366 und M12. Man sieht, die sind bei gleichem Maßstab hier dargestellt. Man sieht also die unterschiedliche Größe der Kugelsteinhaufen. Außerdem hat er noch einen schönen Beifang gemacht, nämlich bei einer Aufnahme ist der Kleinplanet Juno durchs Bildfeld geflogen. Das Ganze hier in einer Animation. Und dann nochmal eine Detailansicht des Kugelsteinhaufens NGC 6366. Ohne Übertreibung ist das wirklich eines der besten Bilder, die ich von diesem Kugelsteinhaufen kenne. Was mir besonders gefällt, man sieht eben das, was ich angesprochen habe, die verschiedenen Farben. Man sieht, dass der Kugelsteinhaufen hier stark gerötet ist und dieser Vordergrundstern, der also quasi vor der Milchstraße steht, dass der überhaupt nicht gerötet ist und in seiner Spektralklasse bläulich-weiß strahlt. Und durch die Bildgebung hier, dadurch, dass der Stern rechts unten hockt im Bildfeld, wirkt das Ganze extrem dreidimensional. Finde ich wirklich ein ganz fantastisches Bild. Auch das Bild möchte ich euch zeigen. Das ist jetzt keine Bildeinsendung, sondern das wollte ich euch eigentlich im letzten Monat schon zeigen, im Juni. Das ist der Kugelsteinhaufen M92. Und hier sieht man, der wurde mit einer monochromen Kamera aufgenommen, mit drei verschiedenen Farbfiltern RGB. Und man sieht, dass einige Sterne grün, eine andere pink sind. Das liegt eben auch an den Veränderlichen, die dann in einem Filter ihr Minimum haben. Und in der Summe bleibt dann nachher in der Farbgebung, bleiben Farbverschiebungen übrig. Also der Deshalb sind einige dieser veränderlichen Sterne grün und pink. Das ist eine Aufnahme von Mischa Schirmer, Berufsastronom und Autor der Software Teli. Den konnte ich aber leider erst nach der letzten Folge erreichen, beziehungsweise er konnte mir erst danach dieses Bild zuschicken. Ich wollte es euch nicht vorenthalten. Neumond ist am 10. Juli und auch der Juli ist nach wie vor betroffen von dem nicht sehr tiefen Stand der Sonne. Das heißt, die Nächte sind sehr, sehr kurz. Und da muss ich vielleicht nochmal dazu sagen, dass im Juni, also kurz vor dem Juni-Neumond, da habe ich selber 3 Tage fotografiert und habe gemerkt, oje, oje, es wird sehr, sehr spät dunkel und es wird auch sehr früh schon wieder hell. Und die Milchstraße, die stand noch gar nicht sehr hoch am Himmel im Juni. Also sämtliche Objekte eigentlich beinahe, die ich in der Juni-Vorschau euch vorgestellt habe, die könnt ihr selbstverständlich im Juli auch noch sehr, sehr gut fotografieren, vielleicht sogar noch besser. Ich war auch gerade im Norden und da habe ich gemerkt, was dieser geografische Unterschied ausmacht. Also wir in der Mitte Deutschlands und vor allen Dingen die Leute im Süden Deutschlands und in Österreich haben einen riesen Standortvorteil. Wir können diese weißen Nächte, diese sogenannten weißen Nächte, viel besser nutzen. Im Norden wird es tatsächlich nicht mehr dunkel. Man kann nur die hellsten Sterne sehen, selbst um 1 Uhr nachts. Deshalb um 23 Uhr am 10.07. sieht es noch so aus, da dämmert es noch und erst wenn wir die Uhr mal vorstellen auf 0 Uhr und dann auf den 11.07. gehen, dann wird es richtig dunkel und das ganze Spiel geht so circa bis 3 Uhr und dann wird es auch schon wieder hell. Wir sehen auch, dass die Gasriesen Jupiter und Saturn das Himmelsfeld betreten haben. Für die Leute, die gerne Planetenfotografie machen, werden also auch die nächsten Monate, vor allen Dingen der August, Juli und August, vielleicht noch September, eine gute Gelegenheit darstellen, Jupiter und Saturn zu fotografieren. Ansonsten dominiert das Band der Milchstraße, den Südhimmel und natürlich das sogenannte Sommerdreieck, bestehend aus Deneb im Schwan, Vega in der Leier und Altair oder Altair im Adler. Ich möchte diese Folge etwas anders mal angehen und habe mir eine kleine Thematik überlegt. Ich möchte also nicht einfach nur die Sternbilder abfahren und die Objekte abfahren, sondern die Thematik soll heißen heute The Life Cycle of a Star, also der Lebenszyklus eines Sterns. Und den habe ich hier mal aufgezeigt.
Das ist so ein Lifecycle of a Star. Diese Grafik habe ich aus dem Internet. Ich hätte sie gern selber erstellt, aber das kann ich leider nicht. Ich finde, hier sind zwei Positionen vertauscht, nämlich links oben die sogenannte Dust Cloud oder der Dunkelnebel und der Nebula, also der Gasnebel. Naja, das ist ein bisschen Definitionssache. Ich hätte gern umgedreht gehabt, denn in diesen Dunkelnebeln, da findet die Sternentstehung statt. Und diese Dunkelnebel, ja, die befinden sich in einem Gleichgewicht, also die schweben da so vor sich hin und der Druck von innen und die Gravitation von außen, die befinden sich in einem Gleichgewicht. Und erst wenn quasi der Druck der eigenen Schwerkraft nicht mehr aushält oder wenn es von außen einen Triggerpunkt gibt, also eine Erschütterung zum Beispiel, das kann passieren durch eine Supernova-Explosion. Da sind wir genau beim Lifecycle, also eine Supernova-Explosion, die kann tatsächlich Schockwellen aussenden. Diese Schockwellen, die führen dann in so einem stabilen Dunkelnebel plötzlich zu einem dynamischen Prozess. Andere dynamische Prozesse sind, dass zwei solcher Dunkelwolken zum Beispiel kollidieren. Oder was es auch gibt, ist, dass ganze Galaxien kollidieren und dann innerhalb von diesen beiden Galaxien plötzlich wahnsinnig viel Sternentstehung stattfindet. Da redet man von einem sogenannten Starburst. Also diese Gaswolken, die kollabieren dann und dann kondensieren im inneren Sterne. Und das sieht man erstmal gar nicht, weil das Licht durch diese Dunkelwolken nicht durchkommt. Und das ist also der erste Startpunkt, den wir nehmen, diese Dunkelnebel. Dann, wenn diese Sterne, wenn die dann diese Materie um sich herum wegpusten durch ihre Strahlung, dann sehen wir langsam in den Dunkelnebeln erste Erscheinungen. Das können zum Beispiel Reflexionsnebel sein, das können aber auch sogenannte Hörbeck-Harrow-Objekte sein oder Protosterne, wie auch immer. Dann gibt es auch Gasnebel, also diese hellen, jungen Sterne, die dann entstehen, die sind meistens sehr heiß und blau-weiß. Die können Gase anregen zum Leuchten, dann entstehen eben diese typischen Gasnebel, wie eben zum Beispiel M16, M17 und so weiter und so fort, der Nordamerikanebel. Dann in der Folge, meistens entstehen mehrere oder sehr viele Sterne in so einer Dunkelwolke und dann entstehen die offenen Sternhaufen. Auch da möchte ich euch zwei vorstellen und die driften dann langsam auseinander und das verläuft sich dann alles so in einer Galaxie und geht so in die Gesamtsternenpopulation der Galaxie übrig. Dann haben wir nur noch einzelne Sterne. Und dann kommt es ein bisschen auf die Größe an, da kommt hier dieser Lifecycle ins Spiel, also sehr massive Sterne, die enden meistens in einer Supernova-Explosion und solch eine Supernova-Explosion, die hinterlässt auch ein Supernova-Remnant, meistens oder häufig. Diese können wir beobachten in der Milchstraße und Mid-Size-Stars, also wie zum Beispiel unsere Sonne, normalgroße Sterne, die enden dann nachher nur in einer Nova, nicht in einer Supernova, hinterlassen aber häufig einen planetarischen Nebel und auch da möchte ich euch was zeigen. Dann gibt es noch so ein bisschen spezielle Sterntypen, wie zum Beispiel die Wolf-Rayet-Sterne und auch da möchte ich euch zwei Beispiele zeigen. Und das Irre finde ich ja, dass schwere Elemente, also da sprechen die Physiker schon von alles, was schwerer als Wasserstoff oder Helium ist, dass die erst in den Sternen überhaupt durch Fusionsprozesse entstehen und noch schwere Elemente, die noch schwerer sind als Eisen zum Beispiel, die entstehen tatsächlich erst in diesen sogenannten Supernova-Explosionen. Das heißt, wir sind tatsächlich, also jedes Element in unserem Körper war mal Bestandteil eines Sterns. Und diese ganze Materie, die bei der Supernova freigesetzt wird, die geht dann wieder in die interstellare Materie über. Daraus können sich neue Dunkelwolken bilden und dann beginnt der ganze Zyklus von vorne. Finde ich total irre. Das erste Objekt, was ich euch zeigen möchte, das ist LDN 673. LDN steht für Lünz Dark Nebula, ein Katalog von Dunkelnebeln. Und dieses Objekt befindet sich hier im Sternbild Adler. Und wenn wir mal reinzoomen, dann sehen wir hier auch eine Aufnahme und da sieht man, das sieht so aus wie so ein japanisches oder chinesisches Schriftzeichen und das finde ich einen der allerschönsten Dunkelnebel überhaupt und den kann man ja im ganzen Sommer eigentlich sehr gut fotografieren. Der steht in einer angenehmen Höhe. Die Koordinaten für das Objekt seht ihr hier oben.
Und selbstverständlich habe ich auch eine Aufnahme rausgesucht. Das ist eine Aufnahme von Bart Delsaat. Das ist ein belgischer Astrofotograf, der hat diesen Nebel bereits im Juni fotografiert. Und diese Aufnahme, das finde ich wirklich eine der allerschönsten, besten Aufnahmen, die ich von dem Objekt gesehen habe. Und ihr solltet bei solchen Objekten wirklich sehr, sehr dunklen Himmel haben, sehr lange Belichtungszeiten auswählen. Mit sehr lange meine ich also 5 Stunden und mehr bei zum Beispiel einer F5 Optik. Brennweiten zwischen 500 mm und 1200 mm passt da alles. Wenn ihr mit kürzeren Brennweiten fotografiert, könnt ihr das selbstverständlich auch tun, aber dann seht ihr eben unter Umständen nicht diese schönen Details. Also etwas Brennweite ist bei dem Objekt schon gefragt. Ihr solltet auf keinen Fall irgendwelche Filter verwenden, also ihr braucht wirklich dunklen Himmel und keine Filter. Also diese Objekte sprechen überhaupt nicht an auf irgendwelche Filterungen. Es gibt keinen Filter, der Dunkelnebel hervorhebt. Also am besten rausschrauben, gar nicht erst benutzen, vor allen Dingen sowas wie CLS-Filter oder irgendwas Duo-Narrowband-Filter in der Art wirklich nicht benutzen. Damit macht ihr euch das Leben nur schwerer und es funktioniert hier bei diesen Objekten überhaupt gar nicht. Noch ein schöner Dunkelnebel, das ist Barnard 142 und der befindet sich ganz in der Nähe von dem LDN 673. Überhaupt, das habe ich in der letzten Folge gesagt, ist im Sternbild Adler, was Dunkelnebel angeht, wirklich ein Paradies. Und hier im Sternbild Adler findet man Barnard 142, der wird auch Barnards I, also I nicht wie unser I, sondern wie das englische I, also ein E. Man sieht hier, dass irgendwie die Form dieses Dunkelnebels einem E sehr ähnlich ist. Deswegen ist das sozusagen der Trivial- oder Spitzname, wenn man so will, Barnards E. Auch hier lange Belichtungszeiten, mal mindestens 5 Stunden bei einer F5-Optik. Und ihr braucht dunklen Himmel, keine Filter bitte. Und auch ein bisschen Brennweite, also ab 500 mm aufwärts. Damit könnt ihr dieses Objekt sehr schön fotografieren. Ihr kommt natürlich auch mit weniger Belichtungszeit aus. Es ist so eine Sache, was man darstellen will. Ich habe hier mal eine Aufnahme von Barnard 142 von Bernhard Hubel. Bernhard Hubel, diese Seite astrophoton.com, kann ich euch wärmstens nur empfehlen, wenn es um Dunkelnebel geht. Schaut da mal vorbei. Das ist für mich die Inspiration bei ganz vielen Deep Sky Objekten schlechthin, diese Seite. Und früher zu Zeiten der Filmfotografie, da hat man auch schon Dunkelnebel fotografiert oder sehen können. Die haben sich aber immer dadurch gezeigt, dass man in den Dunkelnebeln halt weniger Sterne sah und dadurch konnte man die Form des Dunkelnebels erkennen. Aber das hier, dass so ein Dunkelnebel vor der Milchstraße schwebt, wirklich, das kann man nur realisieren mit sehr langen Belichtungszeiten. Dann bekommen diese Dunkelnebel meistens so eine leicht rötliche Färbung und schweben förmlich vor dem Sternhintergrund. In der letzten Folge kam der Wunsch auf, dass ich mal die Sternbildlinien anzeige. Das mache ich jetzt hier mal. Ich habe es bei den ersten beiden Objekten vergessen, aber hier seht ihr jetzt auch die Sternbildlinien. So, im Lifecycle of a Star habe ich gesagt, ist es so, dass in diesen Dunkelnebeln dann neue Sterne entstehen, sobald die so diesen Staub und Dreck und das Gas um sich wegpusten, kommen dann auch die ersten Sterne, neugeborenen Sterne zum Vorschein, werden sichtbar und meistens wird das Licht dieser meist bläulichen Sterne gestreut an den Dunkelwolken und dann entstehen schöne Reflexionsnebel, wie zum Beispiel VDB, das steht für Vandenberg, auch ein Katalog, Vandenberg 126, der steht hier im Sternbild Vulpecula. Und da zoomen wir mal rein. Da gibt es jetzt hier kein Bild. Die Koordinaten, die könnt ihr wieder hier oben ablesen in diesem Fenster. Aber ich zeige euch gleich mal eine schöne Aufnahme. Das ist eine Aufnahme von Herbert Walter. Der hat diesen Nebel fotografiert. Herbert Walter kommt aus Österreich. Aber er hat diesen Nebel fotografiert mit einem Remote-Teleskop, also im Internet ferngesteuert von New Mexico aus, glaube ich. Und hier sieht man, das sieht so ein bisschen aus, mich erinnert das an Nessie aus Loch Ness. Also das sieht so ein bisschen aus oder wie ein Dinosaurier, irgendwie so von der Form her. Und da sieht man eben zwei solcher wunderschöner Reflexionsnebel. Das sind also tatsächlich sehr junge Sterne, junge, blaue, heiße Sterne. Und deren Licht wird an den Partikeln der Dunkelwolken gestreut. Auch hier keinerlei Filter benutzen bitte. Ja, diese Objekte, die brauchen das kontinuierliche Spektrum. Da kann man also nichts wegnehmen. Und wenn man hier einen Filter benutzen würde, würde man nur Licht verschwenden. Und man braucht hier bei diesen Objekten wieder
Alles liegt auch hier. Lange Belichtungszeiten, dunkler Himmel sind leider bei solchen Objekten unerlässlich. Die Brennweiten auch hier. Ab 500 mm Brennweite kann man dieses Objekt einigermaßen formatfüllend ablichten und ein bisschen mehr Brennweite tut es auch. Also irgendwas zwischen 500 und 1000 mm Brennweite sind für diese Objekte optimal. Das nächste Objekt, das ist schon quasi ein Übergangsobjekt zwischen den Dunkelnebel, Reflexionsnebel und Gasnebel. Das ist SH288. Und auch dieses Objekt befindet sich im Sternbild Vulpecula, das heißt, glaube ich, Füchschen oder Fuchs auf Deutsch. Und auch da möchte ich euch gleich eine Aufnahme zeigen. Das ist wieder eine Aufnahme von Bernhard Hubel. Und man sieht hier, und das sind wirklich die Objekte, die mich am allermeisten faszinieren, man sieht hier die Verschiedenartigkeit der Objekte. Man sieht also den Dunkelnebel, man sieht an der rechten Seite, da ist schon ein Gasnebel entstanden. Also da ist es schon so, dass die Energie dieser jungen Sterne das Gas hier, vor allem Wasserstoffgas, zum Leuchten anregt. Und dann entstehen eben solche Gasnebel. Man sieht aber auch etwas unterhalb. Da brechen diese jungen Sterne durch den Dunkelnebel durch. Man sieht wirklich verzweigte Reflexionsnebel. Sowas finde ich wahnsinnig spannend, weil wir schauen hier wirklich bei der Geburt der Sterne zu. Und ihr könnt in der Milchstraße, und das finde ich auch einen wahnsinnig faszinierenden Aspekt, ihr könnt irgendwo immer gerade ein Stadium dieses Life Cycle of a Star sehen, abgesehen mal von Supernova-Explosionen, die sehr, sehr selten sind, aber es gibt immer wieder mal eine Nova und man sieht die Dunkelnebel. Man sieht also jeden Zyklus eigentlich in einem Objekt. Also man kann die Milchstraße abforsten tatsächlich nach sozusagen den Stadien dieses Life Cycles. Hier könnt ihr natürlich ein bisschen diese Gasnebel schon pushen, zum Beispiel mit einem H-Alpha-Filter. Wenn ihr also extra Aufnahmen mit dem H-Alpha-Filter macht, dann könnt ihr dieses Rot noch weiter betonen. Selbstverständlich könnt ihr das bei Farbkameras auch mit einem Duo-Narrowband oder eben mit einem nicht so ganz engen Duo-Filter wie ein CLS-Filter machen. Hier könnt ihr also vorsichtig schon mal anfangen, mit Filterung zu arbeiten. Ich empfehle euch aber gleichzeitig wirklich sehr, sehr tiefe Aufnahmen, auch hier wieder mindestens 5 Stunden Belichtungszeit bei F5 zu machen, mit ungefilterten Aufnahmen. Und was die Brennweiten angeht, da braucht ihr hier schon ein bisschen mehr. Also mindestens 500, damit habt ihr eher ein Widefield, damit bekommt ihr diese Sandbänke der Milchstraße noch mit drauf. Aber hier sind besser 800 mm, 1000, 1200 mm Brennweite, sowas in der Richtung. Das Objekt wird nicht sehr häufig abbelichtet. Deswegen habe ich hier wieder ein Bild von Bernhard Hubel genommen, der sich ein bisschen spezialisiert hat auf seltene Objekte. Und das wäre ganz schön, wenn das mal jemand von euch machen würde. Vielleicht mache ich es auch einfach selber. Dann kommen wir jetzt zu den Gasnebeln und den muss ich eigentlich hier gar nicht ins Suchfeld eintippen. Natürlich ein Klassiker, man redet so von den Big Five der Deep Sky Objekte am Sommerhimmel, das ist NGC 7000, der Nordamerikanebel. Und das ist so ein typischer Gasnebel, also hier hat die Sternentstehung bereits stattgefunden und die jungen Sterne, diese sogenannten O-Typ-Sterne, die regen das Wasserstoffgas zum Leuchten an. Nicht nur Wasserstoffgas, aber das ist hier das Dominante. Deswegen sieht man diese Nebel meistens im roten Licht des Wasserstoffs leuchten. Aber es finden auch Emissionen im Sauerstoff statt und Schwefelemissionen sieht man hier auch. Und das heißt, man kann hier bei solchen Objekten, bei diesen Gasnebeln, wirklich auch auf sämtliche Filterungen zurückgreifen. Das heißt, ihr könnt dieses Objekt, den Nordamerikanebel und hier den angeschlossenen Pelikannebel, den könnt ihr entweder ganz normal ungefiltert, also im RGB-Licht, aufnehmen. Ihr könnt mit einem Duo-Narrowband-Filter fotografieren. Ihr könnt eine sogenannte Hubble-Palette machen, also mit einer Monochromkamera und den Filtern H-Alpha O3 S2 Aufnahmen machen. Und all diese Bilder sehen toll aus. Ich zeige euch hier mal verschiedene Bilder. Dieses Bild hier habe ich selber aufgenommen. Das sind 2 Stunden mit einer modifizierten Canon EOS R Kamera und einem Takahashi Epsilon 130 aufgenommen. 2 Stunden Belichtungszeit, einfach nur RGB und da kommt dieses Objekt selbstverständlich schon wahnsinnig gut raus. Dann möchte ich euch aber eine Aufnahme zeigen, mal in der Hubble-Palette, also mit engbandigen Filtern. Und das ist eine Aufnahme von Jonas Illner und die ist mir in Erinnerung geblieben, weil man hier etwas ganz besonders gut sieht.
Zunächst mal ist es so, dass dieser Nordamerika-Nebel, der sieht ja wirklich aus wie der nordamerikanische Kontinent und der ist am Himmel sogar von Norden nach Süden ausgerichtet. Also Mittelamerika zeigt tatsächlich auch am Himmel Richtung Süden. Wenn man das Ganze aber mal auf den Kopf dreht, wie hier in dieser Aufnahme, und das Gehirn ein bisschen überlistet, dann sieht man plötzlich gar nicht mehr diese Nordamerika-Form und dann sieht man plastisch etwas ganz anderes, diese Narrowband-Filter, Schmalbandfilter, die unterstützen das Ganze noch. Man sieht nämlich, dass das eigentlich ein Gaskomplex ist, der nur von dieser Dunkelwolke in der Mitte getrennt ist. Also die Dunkelwolke, die verdeckt die Strahlung dieses Gasnebels in diesem Teil eben. Und in Wirklichkeit ist das also eine große Höhle, wenn man so will, von leuchtendem Gas. Und das sieht man hier so wahnsinnig toll in dieser Aufnahme von Jonas Illner, wo man zuerst mal gar nicht sieht, dass es sich um den Nordamerika- und Pelikannebel handelt. Ja, und nicht weit vom Nordamerika-Nebel im Sternbild Schwan wirklich ganz leicht zu finden. Man muss einfach hier den Stern Sadre finden. Da ist der Butterfly-Nebel IC1318 und das ist eine unfassbar schöne Region im Schwan. Der Schwan ist sowieso eine wahnsinnig schöne Region im Sommerhimmel. Und auch das ist ein typischer Gasnebel und auch hier könnt ihr wirklich alles machen. Ich finde es wahnsinnig schön, diese Gegend im RGB-Licht zu fotografieren. Man sieht aber auch sehr häufig zum Beispiel den Schmetterlingsnebel mit Schmalbandfiltern fotografiert. Geht alles, könnt ihr alles machen. Und auch hier habe ich euch mal eine Aufnahme, die habe ich selber gemacht, aus dem vergangenen Jahr gezeigt. Und das ist wieder der Takahashi Epsilon mit einer astromodifizierten Canon. Ja, Belichtungszeiten. Also beim Nordamerika-Nebel ist es so, da kommt ihr wirklich mit, bei F5 könnt ihr schon ein sehr gutes Signal bekommen, wenn ihr nur eine Stunde belichtet. Brennweiten könnt ihr auch völlig irgendwie alles nehmen, was möglich ist, also zwischen 50 mm, dann könnt ihr mal den ganzen Wasserstoff im Schwan irgendwie abbilden und 200 mm sieht toll aus, aber auch 500 mm sieht fantastisch aus, 1000. Ihr könnt die Great Wall oder auch hier Details in dieser Nebelregion mit längeren Brennweiten aufnehmen. Also ihr könnt hier wirklich alles machen. Im Schwan kann man sich wahnsinnig gut austoben. Und zwischen Belichtungszeiten von einer Stunde bei diesen helleren Gasnebeln und 10 Stunden oder 20 Stunden, nach oben gibt es keine Grenze, könnt ihr da alles machen. Filterung sowieso geht auch alles. Ein anderer Gasnebel, das ist NGC 6823. Auch dieser befindet sich wieder im Sternbild Vulpecula und ja, der hat ein bisschen Ähnlichkeit mit diesem Elefantenrüssel. Also hier ist auch eine Aufnahme hinterlegt. Hier sieht man, das sieht so ein bisschen aus oder wie M16 zum Beispiel. Also hier kommt wieder so eine Dunkelwolke, die so ein bisschen in diesen Gasnebel reinragt und ja, so eine rüsselartige oder stängelartige Struktur hat. Der Nebel wird nicht so häufig aufgenommen wie die anderen großen Gasnebel, deswegen ist das mal ein Schuss wert. Auch hier braucht man wieder ein bisschen Brennweite, also mal mindestens 500 mm, besser 800 oder 1000 mm. Ihr seht schon, der ist relativ klein. Die Koordinaten seht ihr hier oben angezeigt. Wenn ihr richtig Brennweite habt, also 800 mm aufwärts, dann könnt ihr hier auch mal mit einem Dual Narrowband Filter arbeiten oder eine Hubble-Palette machen, da spricht dieser Nebel auch drauf an. Hubble-Palette funktioniert also immer gut bei diesen höhlenartigen H2-Regionen. Also von der Sternentstehung, ja, angeregte Gasnebel, wo man dann eben diese typischen O3-Bestandteile hat, H-Alpha-Bestandteile und S2-Bestandteile hat. Also das funktioniert hier bei dem Nebel auch sehr gut. Wenn dann diese Sternentstehung, wenn man so will, abgeschlossen ist, dann bleiben in der Regel offene Sternhaufen übrig, denn es entstehen meistens nicht nur ein einzelner Stern, sondern eben viele Sterne. Die sind oft dann noch gravitationsmäßig gebunden in sogenannten Sternhaufen. Ein schöner offener Sternhaufen am Sommerhimmel befindet sich auch im Sternbild Schwan, fast schon an der Grenze zum Cepheus oder Cepheus. Das ist M39. Solche Objekte kann man relativ leicht fotografieren. Auch hier, es gibt nach oben, was die Belichtungszeiten angeht, keine Grenzen. Also ihr könnt hier mit einer Stunde Belichtungszeit schon was erreichen. Ihr könnt aber auch sehr lange belichten und dann die Umgebung eben noch durchforsten nach Besonderheiten. Manchmal kommt es vor, dass solche
offenen Sternhaufen noch in einer ganz großen Wolke von Wasserstoffgas drin liegen oder Dunkelnebel drin liegen. Und die Umgebung ist meistens ganz spannend, wenn man sie wirklich sehr tief fotografiert. Und das gibt dem Bild natürlich dann noch eine besondere Tiefe im Sinne von, ja, Räumlichkeit. Brennweiten ab 500 mm aufwärts nach oben ist ja auch alles möglich. Solche offenen Sternhaufen sind eher was für längere Brennweiten, nicht so sehr für Teleobjektive oder für Weitwinkelobjektive. Filterung würde ich hier keine einsetzen, das würde nur die Sternfarben verfälschen. Also hier möglichst ohne irgendwelche Filter arbeiten. Offene Sternhaufen sind immer ein leichtes Ziel, deswegen werden sie manchmal auch so ein bisschen belächelt, aber offene Sternhaufen sind auch sehr schön. Ein anderer Sternhaufen, das ist NGC 6791 und der ist im Sternbild Leier. Da fliegen wir mal hin. Na, leider für dich heute kein Bild, aber ich habe eine schöne Aufnahme für euch. Und an dieser Aufnahme, das ist eine Aufnahme von Tommy Navratil, österreichischer Astrofotograf, da könnte man jetzt wieder zweifeln, ist das überhaupt ein offener Sternhaufen oder ist es ein Kugelsternhaufen? Vielleicht war es mal ein Kugelsternhaufen, ist jetzt ein offener Sternhaufen. Er ist auf jeden Fall als offener Sternhaufen klassifiziert. Es kommt schon mal vor, dass offene Sternhaufen sehr dicht gepackt sind und dann wie Kugelsternhaufen aussehen. Da gibt es übrigens auch verschiedene Klassifizierungen dieser offenen Sternhaufen. Ich habe mal ein bisschen rumgesurft und zwar mache ich das ganz gerne auf der Seite sky-map.org und habe mir die Umgebung dieses Sternhaufens angeguckt und da habe ich südöstlich eine Struktur gefunden und wusste nicht ganz genau, ist das vielleicht ein Bildartefakt oder ist das real, und das scheint aber real zu sein. Das kann man dann immer mal gegenchecken, indem man einfach mal, ja, verschiedene Aufnahmen zum Beispiel im Infraroten dagegen anschaut und dann sieht man diese Struktur sehr deutlich, und das ist ein Hinweis darauf, dass es sich hier um, ja, galaktischen Cirrus, also diese Dunkelwolken, die von der Milchstraße angeschienen werden, handelt. Und das wäre vielleicht mal ein Schuss wert. Dann braucht ihr aber wieder sehr, sehr, sehr lange Belichtungszeiten. Da kommt ihr also nicht mit einer Stunde aus. Da müsst ihr wirklich, ja, am besten 5, am besten 10 Stunden belichten. Natürlich mal wieder komplett auf Filterung verzichten. Ihr braucht dunklen Himmel. Und dann könnt ihr diese beiden Objekte mal in ein Bildfeld packen. Und dann braucht ihr eher weniger Brennweite. Also hier dann eher so 200 mm, vielleicht maximal 500 mm Brennweite. Und dann habt ihr hier diese beiden Objekte im Bildfeld und davon habe ich noch kein Bild im Internet gefunden. Das wäre also tatsächlich mal was, was es so sehr, sehr, sehr selten gibt. Vielleicht kommt das auch auf meine eigene Liste. So, wir kommen jetzt langsam zu den Sternleichen oder den Überresten, also planetarischen Nebel, Supernova-Überreste. Aber vorher möchte ich euch noch was anderes zeigen. Das sind die sogenannten Wolf-Rayet-Objekte. Da gibt es nämlich einen sehr bekannten Wolf-Rayet-Nebel im Sternbild Schwan. Ja, wir waren vorhin schon bei der Sadre-Region und dem Butterfly-Nebula. Und da habt ihr vielleicht schon gesehen, hier liegt der Crescent Nebula, das ist NGC 6888 und das ist eben ein sogenannter Wolf-Rayet-Nebel. Wolf-Rayet-Sterne sorgen für solche Nebelobjekte. Das ist eine spezielle Art von massereichen Sternen, die stoßen ihre Hüllen ab und dadurch entstehen diese Nebelobjekte. Und dieses Objekt ist natürlich auch ein sehr beliebtes Anfängerobjekt oder grundsätzlich, na, nicht Anfängerobjekt, aber es ist grundsätzlich ein sehr beliebtes fotografisches Ziel für Astrofotografen und deswegen darf man da auf gar keinen Fall hin drüber weggehen. Auch hier, der hebt sich sehr, sehr gut vom Hintergrund ab. Also hier könnt ihr mit relativ geringen Belichtungszeiten schon was erreichen. Brennweiten auch eher ab 500 mm aufwärts. 800 mm sind hier deutlich besser. Ich rede hier immer von APS-C-Format-Chips mal angenommen. So, was die Brennweiten angeht, ab 500 mm aufwärts, wenn wir mal einen APS-C-Chip so als Mittelding annehmen, dann aber besser 800 mm Brennweite oder 1000 mm Brennweite. Je mehr Brennweite, desto feinere Details sieht man hier in diesen, ja, filigranen Ästen dieses Nebels. Und hier könnt ihr auch wieder mit Filterung arbeiten, insbesondere O3 und H-Alpha. Also auch für die Leute, die Farbkameras haben, mit Dual Narrowband Filter fotografieren, ist das ein sehr, sehr, sehr lohnenswertes Ziel. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade gar nicht sicher, ob S2 hier auch
überhaupt sichtbar ist, ist aber gut möglich bei einem Wolf-Rayet-Nebel. Da bin ich mir aber gerade etwas unsicher. Dann sucht mal nach Aufnahmen in der Hubble-Palette, wenn ihr da welche findet im Internet. Also einfach mal eingeben NGC 6888 Hubble-Palette. Wenn ihr da Aufnahmen in der Hubble-Palette findet und vielleicht sogar die drei Farbkanäle mal gesplittet, dann könnt ihr euch sicher sein, dass da auch ein S2 was kommt. Ich weiß es ehrlich gesagt auswendig gerade nicht. Ihr braucht hier keine wahnsinnigen Belichtungszeiten. Natürlich sind lange Belichtungszeiten, vor allen Dingen bei Lichtverschmutzung, immer hilfreich. Aber so ab 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, ich würde eher so 4 Stunden ansetzen bei einer F5-Optik. Bei schnelleren Optiken seid ihr vielleicht auch ein bisschen früher fertig. Aber so in der Größenordnung. Natürlich könnt ihr auch immer lange belichten. The sky is the limit. Hier ist eine Aufnahme von Ivan Eder. Die Seite von Ivan Eder kann ich euch auch nur empfehlen. Ivan Eder ist ein Astrofotograf. Ich möchte nicht lügen. Ich meine, er kommt aus Ungarn, der dort irgendwie unter sehr dunklem Himmel fantastische Aufnahmen gemacht hat, aber auch in Namibia war mehrfach und dort tolle Aufnahmen gemacht hat. Und lange Zeit war das in puncto DSLR-Fotografie das Maß aller Dinge. Sehr bunte Aufnahmen zwar, aber auch sehr beeindruckende Aufnahmen. Schaut euch die Seite mal an. Ist wirklich ein Genuss. Für mich auch eine wichtige Inspiration. Viele, viele Jahre und bis heute eigentlich noch. Was man auf der Aufnahme aber auch sieht, das ist der sogenannte Soap Bubble Nebula. Und den möchte ich euch nicht vorenthalten. Auch das ist kein leichtes Objekt. Da braucht ihr wirklich lange Belichtungszeiten und ihr müsst im O3 belichten. Und dann kommt dieser Soap Bubble zum Vorschein. Ein kleiner planetarischer Nebel. Und ganz witzig, dieser Trivialname Soap Bubble, der geht wirklich zurück auf Aufnahmen des Capella Observatories. Die haben nämlich einfach mal gesagt, hey, das sieht aus wie eine Seifenblase, haben das in ihren Bildern Soap Bubble genannt und dann hat sich dieser Name als Trivialname oder Spitzname durchgesetzt. Ein anderes Wolf-Rayet-Objekt, glaube ebenfalls im Schwan, ist WR, so heißen die dann, Wolf-Rayet 134. Tatsächlich auch im Cygnus. Hier finden wir kein Bild ins Stellarium. Ich zeige euch aber hier mal ein Bild. Das ist ebenfalls von Tommy Navratil aufgenommen, der sogar in einer Ausgabe von Astronomie, das Magazin, einen Artikel geschrieben hat und da dieses Bild mal vorstellt, wie er es erstellt hat, also in der Bildbearbeitung. Und auch hier ein tolles Objekt, was nicht so häufig aufgenommen wird, aber gerade so in den letzten 1-2 Jahren habe ich öfter mal Bilder von diesem Objekt gesehen. Hier müsst ihr unbedingt in O3 und in H-Alpha Aufnahmen machen. Ihr könnt also zum Beispiel auch eine Bicolor-Aufnahme machen aus O3 und H-Alpha. S2 braucht ihr hier nicht zu versuchen, da kommt nichts. Also ein sehr gutes Objekt eben für Dual-Narrowband-Aufnahmen oder eben für Monokameras. Aber so reine RGB-Bilder, das würde ich eher nicht machen. Da werdet ihr nicht so viel sehen. Also hier ist die O3-Filterung quasi Pflicht. Brennweiten ab 500 mm aufwärts. Bei 500 mm habt ihr noch ein schönes Wide Field. Da seht ihr also die H-Alpha-Nebel drumherum sehr schön. Und dann könnt ihr aber auf 800 oder 1000 mm diesen Wolf-Rayet-Nebel, dieses blaue Ding da, sehr schön detailreich vielleicht abbilden. Ihr braucht aber lange Belichtungszeiten. Also das ist kein Anfängerobjekt. Ja, spezielle Filterung. Man braucht etwas Brennweite und man braucht sehr lange Belichtungszeiten. Da geht es eher in die Richtung 10 Stunden und mehr. Kommen wir zu den planetarischen Nebel. Planetarische Nebel, das sind Überreste von Sternexplosionen, von Nova oder Novae. Und ein sehr bekannter planetarischer Nebel ist M27. Auch der ist im Sternbild Vulpecula. Und das ist ein Objekt, das könnt ihr, da kann man, glaube ich, in einer halben Stunde schon ein Bild von bekommen. Das ist ziemlich hell, sogar im Fernglas oder im Teleskop ein ziemlich beeindruckendes Objekt. Ein richtiger Klassiker des Sommerhimmels. Und ja, auch hier kann man letztendlich beinahe alles machen, von Widefield-Aufnahmen bis hin zu Detailaufnahmen mit richtig viel Brennweite. Tendenziell sind diese planetarischen Nebel recht klein, also hier ist schon ein bisschen Brennweite angesagt. 800 mm habe ich mal selber gemacht an einem APS-C
Chip und das sieht schon ganz gut aus. Wenn ihr wirklich Details darstellen wollt, dann mehr. Aber die Umgebung habt ihr ja gesehen im Sternbild Vulpecula ist sehr interessant. Das heißt, ihr könnt hier auch mal eine Whitefield-Aufnahme machen. Was spannend aussieht, sind Whitefield-Aufnahmen mit Schmalbandfiltern, zum Beispiel auch am Duo Narrowband-Filter. Dann kommt dieses kleine Objekt dann zwar, das wird sehr klein dargestellt, aber es leuchtet sehr stark und das sieht irgendwie spannend aus. Also auch im RGB-Licht ist das ein dankbares Objekt. M27, wie gesagt, also ich glaube nach einer Stunde Belichtungszeit habt ihr da schon irgendwie eine schöne Aufnahme. Man kann aber auch sehr, sehr, sehr lange belichten auf diesen Nebel und was dann zum Vorschein kommt, da möchte ich euch eine Aufnahme nicht vorenthalten. Das ist hier diese Aufnahme von Robert Pölzl und Fabian Neier. Fabian Neier hat hier die Bildbearbeitung übernommen und Robert Pölzl hat das Bild aufgenommen in Nervio in Spanien mit seiner Remote-Sternwarte und das ist ein Bild, das ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube, es war sogar ein A-Pod. Das ist auf Jahre hin die Referenzaufnahme für dieses Objekt, die Bildbearbeitung von Fabian. Die lässt hier wirklich überhaupt gar keine Wünsche offen. Da sieht man die äußeren Schalen und das umgebende Wasserstoffgas auch noch. Das habe ich vorhin gemeint. Man sieht häufig in der Milchstraße natürlich irgendwie riesige Wolken von Wasserstoffgas, die so im Hintergrund noch rumleuchten. Und das ist wirklich, das muss man sich einfach mal reinpfeifen, diese Aufnahme und genießen. Das ist zum Niederknien. Ein anderer ganz klassischer PN des Sommerhimmels, das ist M57, der Ringnebel in der Leier. Sehr leicht zu finden, die unteren beiden, ich nenne sie mal Kastensterne, der Leier da so ungefähr auf der gedachten Verbindungslinie und dann so etwas westlich wird das sein, der Mitte, da findet man den Ringnebel. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind versucht habe, den zu finden mit meinem kleinen Teleskop und da kommen wir eben auch zum Problem. Das Objekt ist zwar relativ hell, der Ringnebel, aber der ist winzig klein eigentlich. Und wenn ihr den fotografieren wollt, dann braucht ihr wirklich Brennweite, also mal mindestens 800 mm Brennweite. Selbstverständlich kann man ihn auch auf kürzeren Brennweiten schon sehen, das ist es nicht. Aber ja, es gibt diesen Spruch oder diese Fotografenregel, fill the frame, also das Bild sollte ausgefüllt sein mit einem besonders schönen Objekt. Und das funktioniert bei diesen Objekten eben nur dann, wenn man ordentlich Brennweite hat. Hier gilt das gleiche wie für M27, wenn man hier sehr, sehr, sehr lange belichtet, dann kommen auch noch äußere Strukturen zum Vorschein, wie auf dieser Aufnahme von Thomas Henne zum Beispiel. Und ja, ein bisschen Wildfield lohnt sich schon, weil da noch spannende Objekte in der Umgebung auch sind. Filterung auch hier, man kann dieses Objekt mit RGB-Filtern aufnehmen, da kommt dann schon einiges an Signal. Noch besser ist hier aber auch tatsächlich eine Filterung mit O3-Filter und H-Alpha-Filter, das funktioniert, das könnt ihr euch merken. Bei allen PN eigentlich funktionieren O3-Filter, meistens auch H-Alpha-Filter. Und selbstverständlich Duo Narrowband-Filter sind dann eben ganz besonders gut für solche Objekte. Belichtungszeiten, das Ding ist wie gesagt relativ hell. Ihr könnt also hier schon nach 2 Stunden eine gute Aufnahme bekommen. Ihr könnt aber auch 20 Stunden belichten, gar kein Problem. Dann seht ihr eben noch ganz schwache Ausläufer des PN. Interessant ist immer die Farbe. Also sowohl bei M27 als auch bei M57 sieht man im Internet so ziemlich jede Farbe, jeden Farbton zwischen Grün und Blau. Also die äußeren Hüllen, die sind ja rot, aber dieser Zentralbereich im O3, das ist eben ja irgendwas zwischen Grün und Blau. O3, die Wellenlänge, die liegt tatsächlich genau im Übergang zwischen Grün und Blau. Also richtig wäre eine türkise Darstellung dieses Nebels. Man findet aber wirklich alles zwischen Knatschgrün und Knatschblau. Habe ich da schon alles gefunden im Internet. Und ich kann mich tatsächlich auch selber für blaue Farben ganz gut begeistern. Ich mag die Farbe Blau. Aber richtig wäre tatsächlich türkis. So, dann kommen wir zu den Supernova-Überresten. Das sind also ja Leichen oder Überreste, wie der Name schon sagt, von Supernova-Explosionen. Und da gibt es den sogenannten Cygnus Loop. Und ja, das muss ich jetzt nicht suchen. Das finde ich auch so in der Sternkarte. Das ist nämlich hier, auch im Sternbild Schwan, unterhalb ja dieses Flügelsterns des Schwans. Und hier bei diesem Nebel, da ist noch ein relativ heller Stern, 52
Cygnus. Und das ist ja ein typischer Supernova-Überrest. Eigentlich so ein bisschen dreigeteilt. Also man kann sich gut vorstellen, dass das hier eigentlich eine Kugelform ist und dass man hier irgendwie nur quasi Teile dieser Kugel- oder Schalenstruktur sieht. Es gibt eben einen östlichen Teil, dann gibt es einen westlichen Teil und es gibt sozusagen zwei, wenn man so will, mittlere Teile. Und die haben auch unterschiedlichste Bezeichnungen, Whale Nebula, Knochenhand, was weiß ich, was es da noch für Bezeichnungen gibt. Man findet manchmal auch die Bezeichnung Cygnus Loop, also Cygnus Kreis oder Ring für dieses Objekt, weil es sich hier, wie gesagt, um eine Kugelgestalt handelt. Also irgendwo hier in der Mitte muss der Stern explodiert sein. Das ist ein Klassiker für Dual Narrowband Filter. Also ihr braucht eigentlich gar nicht erst mit einem S2-Filter zum Beispiel hier ranzugehen. Aber diese blauen und roten Farben, die entstehen eben durch Wasserstoff und durch Sauerstoff angeregt zum Leuchten. Und da könnt ihr mit dem Dual Narrowband Filter wahnsinnig gut kontrastreiche Aufnahmen machen. Ihr braucht auch nicht die wahnsinnige Brennweite, also 500 mm. Damit könnt ihr dann das ganze Ding hier schon belichten. Diese filigranen Strukturen kann man aber sehr gut auch mit riesigen Teleskopen belichten und dann wirklich diese feinsten linienartigen Strukturen, die hier in den Nebeln drin sind, darstellen. Und das sieht natürlich auch toll aus. Ihr könnt aber auch mit einer Monokamera zum Beispiel eine Bicolor-Aufnahme erstellen. Funktioniert auch ganz wunderbar. Und auch ohne irgendwelche Schmalbandfilterung werdet ihr schon sehr viel von dem Objekt, also in einer RGB-Aufnahme zum Beispiel, sehen. Also ein dankbares Objekt für jedermann und für verschiedene Brennweiten. Wie gesagt, ihr könnt hier mit 200 mm fotografieren, mit 500, mit 1000. Nach oben gibt es keine Grenze. Belichtungszeiten ist ähnlich. Auch hier kommt ihr mit relativ moderaten Belichtungszeiten, sagen wir mal 2 Stunden bei F5 schon aus. Das letzte Objekt, was ich euch zeigen möchte, ist wirklich ein bisschen speziell. Das ist ein Supernova-Überrest ebenfalls im Sternbild Schwan. Ich habe hier mal gewechselt auf die Seite sky-map.org. Da sieht man den eigentlich ganz gut. Das ist nämlich hier diese filamentartige Struktur und die beschreibt einen Ring. Hier oben ist nochmal ein Filament und ja, dieser Ring, der geht ja eigentlich ganz durch. Die Bezeichnung dieses Dings heißt SNR und dann G65.3 plus 5.7. Das ist also eine ja, sehr wissenschaftliche Bezeichnung solcher Supernova-Überreste. Und es gibt eine Aufnahme von André van der Hoeven, ein holländischer Astrofotograf, der auch ein schönes Buch übrigens geschrieben hat. Und hier, er hat auf seiner Seite mal wirklich ja, einen ganzen Artikel über diesen Supernova-Rest geschrieben. Und das verlinke ich euch selbstverständlich und das könnt ihr euch mal anschauen. Und ja, dieses Objekt, hier ist hat er zum Auto noch eingezeichnet, das ist glaube ich aus dem Film Cars. Man sieht hier schon an den Farben, also das ist mal wieder typisch, O3 und H-Alpha, hier seid ihr quasi gezwungen mit Schmalbandfiltern zu arbeiten. Hier, das ist die invertierte Version des Objekts, da sieht man, dass das eigentlich auch wieder so eine Bubble ist, so eine Schale, eine Kugelstruktur hat, aber man sieht irgendwie in vielen Aufnahmen nur die hellsten Filamente, eben hier unten, hier oben das, hier unten ist dann irgendwie... Das ist, glaube ich, ein Komposit aus O3 und H-Alpha ohne Farbe. Und hier ist ein Teil dieses Filaments in Farbe. Das ist also wirklich was für Fortgeschrittene. Hier könnt ihr natürlich mit geringen Brennweiten sehr gut arbeiten. Ihr könnt aber auch ein Mosaik erstellen. Das Ding ist riesig groß. Ihr müsst aber sehr, sehr, sehr lange belichten. Also mal mindestens 10 Stunden, würde ich sagen. Und ihr seht es ja hier unten 5x, 12x, 1200 Sekunden mit einem 3 Nanometer Alpha Filter und auch mit einem 3 Nanometer O3 Filter. Hier wird, wenn das kein Schreibfehler ist, richtig lange belichtet. 123 mal 1200 Sekunden. Wow. Also kein leichtes Objekt. Das ist wirklich was für fortgeschrittene Astrofotografen, aber ein sehr spannendes und wunderschönes Objekt. Und damit möchte ich mich verabschieden. Ja, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch Clear Skies, also mal einen schönen Sommer ohne Wolken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.